Am 24.07. um 18.20 Uhr deutscher Ortszeit lädt der Berliner YouTuber Malte Hesse unter seinem Alias Malternativ ein Video über die Facebook-Werbekampagne hoch. Kurze Zeit später fällt der Facebook-Aktienkurs um fast 25%. Wurde damit wirklich die Wende des Social-Media-Riesen eingeleitet? Muss sich Mark Zuckerberg jetzt ernsthafte Gedanken um seine Existenz machen? Ende Juli 2018 veröffentlichte Malternativ ein Video zu einer Werbung des Musik-Internet-Portals für Deppen Musical.ly. Einen Tag später wird die Marke Musical.ly eingestellt und in TikTok umgebrandet. Kann man dabei noch von Zufall sprechen? Okay, Leute, ich weiß, ich hatte damit gar nichts zu tun. Aber es ist trotzdem ziemlich lustig, dass genau in diesen Zeiträumen solche Dinge passieren. Vielleicht soll ich doch nochmal ein Video über Nestle machen. Oder Donald Trump. Oder Atomkraftwerke. Oder meine Arbeitszeiten. Stellt euch mal vor, was ich für eine Macht besäße. Mit der Kraft des 120er Ruhepuls wäre keine kapitalistische Firma mehr sicher. Ich habe euch auf dem YouTube-Community-Tab gefragt, worüber ich ein Video machen soll. Über 60.000 Leute haben dabei abgestimmt und die Mehrheit war für ein Video über die Musical.ly 2 bzw. TikTok-Werbung. Ihr werdet auch in Zukunft immer mal wieder die Möglichkeit haben, mir bei zukünftigen Videos mit der Themenfindung zu helfen, also checkt den scheiß Community-Tab aus und ja, ich weiß, es nervt, aktiviert die Glocke, um da überhaupt was mitzukriegen. YouTube, bitte fixt euer System. Ich will keine Benachrichtigung für Videos von vor 3 Jahren kriegen. Dankeschön. Also, ihr wolltet es, heute geht's um TikTok. Und da das Wetter es erlaubt, geben wir heute ein bisschen mehr Gas. Und jetzt hier mal eine kurze Ansage hier auf dem Kanal. Es haben gestern einige Leute rumgeheult, dass ich ein anderes Video hochgeladen habe, als ich versprochen habe. Wenn ich euch was verspreche und es passiert nicht so, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich das nicht so geplant habe. Es tut mir wirklich leid. Wenn ihr klug genug seid, um euch an ein Versprechen zu erinnern, dann seid doch bitte auch klug genug, den angepinnten Kommentar zu lesen, in dem ich erkläre, dass ich gestern nach der Arbeit einfach dead war und ich die Videos ausgetauscht habe, damit ihr wenigstens irgendwas kriegt. Ich erwarte echt nicht viel von Menschen im Internet, aber wer sich schon beschwert, muss wenigstens seine Augen für 3 Nanosekunden öffnen können. Bitte! Die Zeit rennt wieder. Wie macht die Uhr? Richtig, TikTok. Also, let's go! 3, 2, 1, girls wanna have fun. Ich hab direkt eine Frage. Leute auf Instagram sind ja Instagrammer, auf YouTube YouTuber und auf TikTok? TikToker? TikToks? Ticker? Okay, so sollte man sich in Berlin auf jeden Fall nicht nennen. Aber wie heißen die jetzt? TikToks? Stinken die aus dem Mund? Wie hießen denn die Musical-User? Musicalia? Moment, ich check das. Ah, aha. Die Musical.ly-Stars hießen Musa und Musas. Klar, bei der ganzen Kreativität, die diese Plattform ausgekackt hat, habe ich auch das Gefühl, dass da jemand von der Muse geküsst wurde. Auf den Arsch! Und ich weiß, viele denken bei Musical.ly sofort an Lisa, Lena. Und fragen sich, what the fuck? Wieso haben die 30 Millionen Follower? Was können die eigentlich? Und die Frage finde ich nicht fair. Die können bestimmt super die Uhr lesen. Nachdem das Image entstand, dass Muser nur Menschen sind, die am besten ihren Körper wackeln lassen oder am besten ihre Lippen zu den Liedern wirklich halbwegs begabter Künstler bewegen können, hat die chinesische Firma Beijing ByteDance Technology ihre hauseigene App Doujin, die eigentlich genau das gleiche ist wie Musical.ly, mit Musical.ly zusammengelegt und unter dem Namen TikTok neu gebrandet. Dazu kommen neue Features wie zum Beispiel 5 Minuten lange Videos. Geil. Wir haben also eine Plattform, deren Qualitätsanspruch für Videos noch kleiner ist als bei YouTube. Danke für nix. Das neue Logo ist eine Note. Oder ein Angelhaken. Oder, okay, keine Ahnung. Das alte Logo von Musical.ly war ja auch ein Kardiogramm meines Herzschlags bei dieser Aufnahme. Und um TikTok unter selbigen Namen bei den Kids bekannt zu machen, durchfällt es aktuell an entsprechende Werbung auf unsere Smartphones. 3, 2, 1, girls wanna have fun. Ach, schau mal, eine süße Katze. Alles für dich. Dankeschön. Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Okay, wow. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Also so gar nicht. What the fuck ist los mit dem Internet, Alter? Sein Gesicht ist einfach meine aktuelle Stimmung. Videos im Kurzformat. Na, wenigstens nicht im Hochformat, richtig. Das wäre ja schon ziemlich kacke, wenn man hochkant filmt, oder? Ach Leute, RIP 16:9. Ich dachte immer, Menschen sehen so aus und deswegen sind Videos und Filme breiter als hoch. Aber hoffentlich sehen Menschen der Zukunft einfach so aus. Halt, stopp, okay, es reicht. Das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Mensch, Heiner, welche Videos von unseren Nutzern wollen wir eigentlich für unsere Werbung missbrauchen, was wir dürfen, weil niemand das Kleingedruckte liest? Nimm doch einfach das von dem Mädel, das Fußball spielt. Ja, finde ich gut. Ein schönes Bild vom Skateboard. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber das geht auch noch klar. Und dann nimmst du noch einen Typ, der seine Arme in die Hosenbeine steckt und 3 Meter größer ist als seine Wohnungstür. Was? Oh, schau mal, der Avatar, ein Wasserbändiger! Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Oh, schau mal, der Avatar, ein Cola-Bändiger! Doch dann erklärte uns die Feuernation... Make every second count! Ja, jede Sekunde deines Lebens ist wichtiger, als sie mit dämlichen Apps zu verschwenden! Geht raus, fahrt mit eurem Cayman S, den ihr dank eurer WhatsApp-Gruppe bekommen habt, erstellt Content, aber bitte macht nicht nur Lip-Syncs! Und wenn ihr das schon macht, dann seid vorsichtig! In den verschiedenen App-Stores gibt's nämlich schon Bewertungen, die euch vor der Nutzung von TikTok
TikTok warnen. Ich mag die App, aber man sollte sie wirklich nicht zum private Videos benutzen. Deine Fans sehen nämlich jedes private Video. Das soll anscheinend auch bei Musical.ly so sein. Ich hatte eins Fan und ich hatte ein Video auf privat gestellt, wo ich meine Hand einfach vor die Kamera gehalten habe. Das hat der eins Fan gesehen und gemeldet und ich habe keine Ahnung wieso, weil ich in diesem Video einfach nur meine Hand vor die Kamera gehalten habe und man nichts gesehen hatte. Also es gilt nur, die etwas hochladen will, sollte sich die App herunterladen. Das ist das, was bei mir war. Ja, er hat seine Hand vor die Kamera gehalten. Und keine Sorge, nur weil TikTok von einer chinesischen Firma entwickelt wird, heißt das nicht, das ist doof, das ist nur chinesisch oder japanisch und man kann die Sprache nicht ändern. Ändern! Hast du zu viel Minecraft gespielt mit den ganzen Endermännern oder was ist los bei dir? Ich meine, es scheint einfach ein paar Leuten nicht aufgefallen zu sein, dass man kann sich beim Einloggen eine Sprache oben links auswählen. Warum ist eigentlich das Durchschnittsdeutsch beim Play Store noch schlechter als unter Katjas Videos? Auswählen! Ist zwar Nachmache von Musakali, aber trotzdem. Ihm ist einfach nur nicht aufgefallen, dass er das falsch geschrieben hat, richtig? Ich weiß, dass ich Musakali geschrieben habe. Ich weiß, ich habe was falsch gemacht, aber ich mach's trotzdem so. Na, voll getrollt, Mann. Du bist einfach der Star. Aber was ist denn jetzt mit TikTok? Die Werbung nervt. Ja, die Werbung ist kacke, aber wie ist denn nur die App? Alter, das ist richtiger Nahmacher. Musakali ist dasselbe. Nur, dass Musakali besser ist. Ich kann die Alp nicht leiden. Richtig dumm. Noch so ein dummer Name. TikTok, OMG. Wie dumm. Nach diesem wissenschaftlichen Fazit bleiben wir also dabei. Das Einzige, was hier TikTok macht, ist meine Uhr, Mann. Get the fuck out.